Grüezi aus der Schweiz. Es ist vorbei, der Regen. In der Nacht hat es gut geregnet, auch bis jetzt, bis Mittag. War immer wieder noch mal ein bisschen Regen. Es hat hier, glaube ich, richtig gut getan, der Vegetation. Ist alles, ah, das war doch ein bisschen mehr, ist alles schön nass geworden. Es hat sich gelohnt für die Natur. Es war nicht nur so punktuell, es war doch etwas großflächig. Aber jetzt reißt es auf. Regenschauer sind zwar noch nicht ganz ausgeschlossen, aber ich kann nicht so hier irgendwie rumsitzen und einfach mal so einen Tag passé lassen. Also ich muss los, habe natürlich jetzt nicht mehr so viel Zeit, es ist 1 Uhr, aber ich will auch heute nicht so viel. So eine kleine Tour, irgend so ein Tal hoch, war vielleicht nichts Besonderes, ich weiß es gar nicht. Naja, wenn ihr das hier seht, hat sich das wahrscheinlich doch gelohnt, weil die Wolken hängen noch tief, die hängen noch in den hohen Bergen drin, also viel zu sehen ist noch nicht, aber hier im Tal, oh, die ganz vielen Wasserfälle, also es sind so viele, das ist echt Wahnsinn. In jeder Ecke fällt hier irgendwo Wasser herunter. Oh, ist toll anzusehen. Na, mal sehen, wo ich denn gleich lande. Irgend so ein Tal. Mal sehen, das ist das Urbachtal, da möchte ich nochmal rein. Es ist nicht weit entfernt. Insgesamt 10 Kilometer in eine Richtung, 10 Kilometer wieder zurück. Und ich fahre ja Richtung ja, Grimselpass. Sozusagen, aber ich fahre nicht über die Bundesstraße oder Staatsstraße, sondern hier so einen kleinen Weg. Der geht da links steil hoch. Da kann man auffahren. Da ist ein bisschen ruhiger, vielleicht ein bisschen steiler, aber egal, an der Hauptstraße ist es doch sehr unruhig. Ist nicht mit dem Rennrad zu befahren. Es ist ein Kiesweg, also mit dem Mountainbike. Ja, und dann geht es auf einer kleinen, schönen Tour. Und es ist merklich abgekühlt, aber wenn jetzt die Sonne echt rauskommt, dann sticht die schon wieder. Naja, okay, die sticht ja auch noch sehr hoch. Aber ich hoffe trotzdem auf richtig schöne Bilder und hoffe, dass ich auch trocken bleibe jetzt. Ja, also dann wünsche ich viel Spaß dabei bei dieser kleinen Tour ins Urbachtal. Bin noch nicht weit gekommen, bin schon völlig durchgeschwitzt. Oh. Erstmal durchatmen, ich muss sagen, es ist wieder sehr warm irgendwie. Wieder zu warm, um hochzufahren, aber hier ist es auch sehr steil. Also lange Strecken bis jetzt, 16, 17 und hier das Stück. Das dürfte 20-25% haben. Da muss ich schieben. So bis 15 geht das. Ich habe auch nicht so ein richtiges Mountainbike, so ein Zwischending zwischen Trekking und Mountainbike, da ist die Übersetzung ja auch nicht ganz so klein. Aber hier komme ich nicht hoch und dann ist auch noch wieder sehr warm. Ich weiß es nicht. Dieses Jahr macht mich die Wärme so ein bisschen zu schaffen. Aber weiter geht's. Ich umgehe hiermit ja auch die Aare-Schlucht. Die ist ganz tief unten eingeschnitten. Weiß ich nicht, ob ich da nochmal hinkomme. Mit Rad komme ich da ja nicht durch. Werden wir mal sehen, vielleicht ein Schlechtwettertag. Mal sich das angucken. Weiter geht's mit dem Geschiebe. Oh, wenn ich das hier schon sehe. Das war also der alte Grimselweg. Früher, ganz früher ging er darüber. Das muss sehr beschwerlich gewesen sein. Die Abfahrt ging natürlich jetzt ziemlich schnell. Jetzt bin ich hier unten in Innertkirchen. Da geht es weiter Richtung Grimsel, hier rum, nach links zum Susten. Aber ich fahre da rein, in dieses eine Tal da oben. Das Urbachtal ist auch nicht so touristisch erschlossen. Es
sah eigentlich so ganz nett aus. Die Wolken werden wir hoffentlich noch ein bisschen mehr verschwinden, denn da sind sehr, sehr steile Felswände zu sehen. Wäre echt schön, wenn ich die zu sehen bekomme und vielleicht auch ihr. Ja, Wetter ist echt top. Es ist wirklich nicht zu heiß, aber diese Bergaufpassagen, boah. Die Sonne ist im Moment weg, aber es reißt immer mehr auf. Also eigentlich doch perfektes Radlwetter. Also geht's da hoch, da geht so eine kleine schmale Straße, Asphaltstraße den Berg hinauf. Da will ich jetzt hin und dann kommt man auf so eine Hochebene. Und da werde ich mich wahrscheinlich erstmal wieder melden. War doch einfach hier hoch zu kommen. Waren nur 12% hier hoch. Und jetzt steht man hier vor diesen großen Wänden. Man sieht schon wieder Wasserfälle. Aber die gehen noch viel höher. Man sieht die ja leider nicht durch die Wolken, aber sieht trotzdem toll aus. Sehr ruhig hier. Drei Autos waren da, eins kam mir entgegen, zwei sind hochgefahren. Also hier sind eigentlich nur Bauernhöfe, bewirtschaftete Alm oder so. Sind hier eigentlich nicht so. Nicht, dass ich wüsste oder was ich auf Google gesehen habe. Also sehr einsam. Man kann auch hier nicht weiter mit dem Fahrrad. Ja, zu Fuß geht immer ein Wanderweg irgendwo hoch. Aber so ist das hier sehr ruhig. Na, schaue ich mir das mal hier mal an und genieße das hier. Hier bin ich am Ende des Tals angekommen, zumindest für die Autos. Fürs Fahrrad kann es noch ein Stück weiter gehen. Ich werde auch noch ein bisschen hochfahren. Ein kleines Stück noch. Ja, dann geht das sowieso im Wanderweg über. Aber es ist echt imposant. Man sieht ja leider nicht, ist ganz oben, aber eieiei, das geht hoch. Aber schöne Wasserfälle. Oben sieht man noch in den Kanten, da liegt überall der Schnee, der jetzt noch richtig abtaut. Aber richtig schönes Tal, sehr ruhig hier. Sieht man ja am Parkplatz. Nichts los. Ja, was soll ich sagen, richtig schön. Muss nicht immer sonnig sein. Ist eigentlich schon warm genug. Naja, noch ein paar Meter da hoch und dann ja, ist auch schon wieder Schluss. Naja, ich muss ja auch wieder zurück. Aber ein paar Kilometer oder so geht es noch da hoch. Schauen wir mal. Ist für mich Talschluss. Es geht zwar noch einen Weg weiter hoch zu Hütten, aber ne, das brauche ich heute nicht.
Ich werde hier nochmal den Wasserfall genießen, die ganze Gegend hier. Hier sind noch so ein paar Hütten. Ja, richtig schön, um nochmal hier zu sitzen. Halbe Stunde, Stunde. Und dann wieder abzudrehen, umzudrehen. Ja, das Fahrrad musste ich jetzt ja 500 Meter hier vor abstellen. Rest bin ich gelaufen. Ist auch egal. Ja, nicht gerade viel zu sehen in der Höhe, aber es war echt toll. Ich bin jetzt auf 1050 Meter oder sowas. Also nicht sehr hoch. Es langt für heute. Ja, gute 2,5 Stunden habe ich hier gebraucht. Ich habe auch wieder sehr langsam gemacht. Hab das alles hier genossen, werde jetzt hier noch genießen und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Also die Abfahrt, da brauche ich euch ja wohl nicht mitnehmen. Das kennt ihr schon. Das geht auch viel zu schnell vorbei. Also es war jetzt nur eine kurze Tour in so einem urigen Tal, in Urbachtal. Richtig schön, also echt traumhaft. Wenn die Sonne geschienen hätte, wäre mir vielleicht wieder viel, viel zu heiß gewesen. Also so ist es ganz okay. Aber richtig toll. Also ich hoffe, es hat auch gefallen, dieses kurze Video. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin. Oder wie man hier sagt. Salut. Tschüss.